Ja, wir haben uns von den Rahmenbedingungen her darauf eingestellt, dass die Klassen durchgängig inklusiv sind. Es gibt zum Beispiel Sportrollstühle bei uns und einen Raum dafür, wo die gelagert werden. Das hängt damit zusammen, dass wir Einheiten haben, wo einfach alle Schüler dann mit den Rollstühlen arbeiten, also sich da reinsetzen. Zunächst mal eine Hemmschwelle überwinden, die aber in der Praxis für Schüler gar nicht wirklich da ist. Sie finden das nämlich cool, das zu machen. Und in dem Moment, wo das Normalität ist, wo alle das machen, ist das auch nicht mehr so, dass das für irgendjemand komisch ist. Und dann üben wir, also um mal bei dem Beispiel zu bleiben, das Fahren, das Rückwärtsfahren, das auf eine Matte fahren, das Kippeln, den Korbwurf im Basketball und spielen Rollstuhlbasketball zusammen. Und das wird unabhängig davon gemacht, ob jetzt in der Klasse auch Rollstuhlfahrer sind oder nicht. Also da geht es um äußere Ausstattung. Dann machen wir das so, dass in unserer Dreifachsporthalle, die drei Hallenteile hat, in der Regel zwei Klassen unterrichtet werden und ein Drittel steht dafür zur Verfügung, um gegebenenfalls eine Differenzierung durchzuführen, wo dann aus beiden Klassen Schülerinnen und Schüler zusammengefasst werden, die etwas anderes oder was Vereinfachtes machen. Und dafür gibt es eben auch entsprechendes Material. Solche Rollbretter und solche Dinge, sodass dann zum Beispiel beim Fahren und Gleiten was vereinfacht werden kann. Ansonsten bietet eine normale Hallenausstattung eigentlich auch ganz viele Möglichkeiten, wo man Differenzierung machen kann. Aber wir sind eben von der personellen Ausstattung und vor allem von der Bereitschaft, darauf einzugehen, sind wir entsprechend ausgestattet. Ja, eine Einzelstunde ist durch das Umziehen, was bei manchen Schülern mit Förderbedarf eben auch einfach länger dauert, häufig das so, dass da ein Spielanteil größer ist und dass diese Struktur mit einer Technikvermittlung, vielleicht noch mit einer weiteren Phase und einem kurzen Spiel am Ende gar nicht so möglich ist. Und deshalb wird eben da geguckt, dass dann das Festigen da geht und dass man dann auch einfach eine längere Phase hat, wo eben was Spielerisches dann einfach passieren kann. Während das in der Doppelstunde so ist, dass wir da wirklich so klassische Strukturen haben, in denen die Erarbeitungsphase so ist, dass da differenziert wird und dann eine Spielphase am Ende ist. Naja, zunächst mal ist dabei interessant, dass die sonderpädagogischen Förderbedarf manchmal im Sportunterricht gar keine Rolle spielen. Also Schüler mit dem Förderbedarf lernen sind ganz häufig hervorragende Sportlerinnen und Sportler. Und da gibt es auch bis zur Jahrgangsstufe 10 keinerlei Defizite, weil da kognitiv jetzt nicht irgendwie so viel gefordert ist, dass man da nicht noch taktische Elemente des Sportspiels oder sowas auch in der 10 noch machen könnte. Aber die körperliche Fitness, die mitbringen und ihre Bewegungsfreude und ihre Bewegungsbereitschaft, die ist so unglaublich, dass die hervorragende Zensuren eben auch dann erhalten. Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Erziehen sind, wenn sie denn entsprechend motiviert sind, dabei auch ganz häufig welche mit ganz tollen Leistungen. Natürlich gibt es auch oft Dinge, die mit der Struktur des Unterrichts zu tun haben, wo die dann mal Probleme haben, aber das kann man im Griff kriegen. Und dann gibt es wiederum Schüler, die im Sport völlig anders zu behandeln sind, weil die nichts von dem machen können, was das normale Programm ist. Schülerinnen und Schüler mit spastischen Lähmungen, die im Rollstuhl sitzen und vielleicht
kaum den Arm richtig heben können. Die machen ein ganz anderes Programm und haben eben dann Bewegungsübungen, manchmal auch therapeutische Übungen. Aber im Grunde genommen kann man dann sagen, okay, während die jetzt Sportunterricht haben, kann man dann eine Therapie machen. Das sind aber eben Einzelne. Und wir sind auch da nicht in einer Reise unterwegs, die sagt, Mensch, das ist jetzt Inklusion und jetzt müssen wir das auch wirklich in jedem Ja, das unterscheidet sich manchmal, weil die Schüler mit diesem Förderbedarf manchmal einfach das Problem haben, dass sie sich überfordert sehen dabei. Also sich nicht zu trauen ist etwas, was uns ganz häufig dabei dann begegnet. Dieses Nicht-Trauen hat zum Beispiel damit zu tun, dass die Schüler bei der Erklärung nicht so schnell verstanden haben, worum es eigentlich geht und sich dann nicht trauen, jetzt diese Bewegungen auszuprobieren. Das heißt, da muss dann nochmal ein Mitschüler oder auch Kollege oder Kollegin oder ich selber zur Verfügung stehen, um vielleicht eine Bewegung vorzumachen, damit sie das sehen können, damit sie das dann entsprechend machen. Und gerade bei den großen Sportspielen, wo es um Taktikelemente oder sowas geht, dann ist das so, dass die damit völlig überfordert sind und deshalb manchmal eine Bewegung verweigern, die sie eigentlich könnten. Und dann geht es darum, sie zu motivieren, dass sie das eigentlich können, Dinge auch zu vereinfachen, auch mit den anderen Schülern das zu besprechen. Also um mal ein Beispiel zu nennen, wenn wir Basketball miteinander spielen, dann habe ich in meiner jetzigen Klasse zwei Schülerinnen, die haben den Förderbedarf geistige Entwicklung. Und für die ist das so, dass ein Positionsangriff und das, was sie da sonst machen sollen, eine Überforderung darstellt. Wir spielen aber auch im Spiel dann mit den beiden zusammen, weil sie das eben eigentlich auch hinbekommen, passen, fangen und sowas, das funktioniert alles. Aber dann weiß die Gruppe, die dann spielt, dass die beiden jetzt nicht angegriffen werden, sondern dass die, wenn die den Ball haben, die Möglichkeit bekommen, in Ruhe zu gucken, wer denn jetzt frei ist und dann den Ball entsprechend abgeben können. Das sieht zunächst mal, wenn man da drauf guckt, wirklich komisch aus, weil wir immer auf ein Spiel gucken, was wir eben von den Mustern entsprechend kennen. Für die Mitschüler ist das ganz in Ordnung, dabei dann zu sagen, okay, jetzt geht das so und das geht dann irgendwann einfach in das normale Spiel über, aber sie können mitspielen. Und dann trauen sie sich auch. Dann laufen sie sich frei, nehmen den Ball und also, ob die jetzt den Weg zur Halle nehmen oder einen Weg zum naturwissenschaftlichen Raum oder sowas finden müssen. Schüler kommen in einer weiterführenden Schule an und haben in ein paar Wochen gelernt, wie das denn entsprechend funktioniert und was es da für Dinge gibt, die abzusprechen sind, wo Sachen gelagert werden und sowas. Das funktioniert eigentlich problemlos für alle. Wichtig ist, dass die Klasse weiß, dass sie eine gemeinsame Verantwortung hat und dass alle jetzt da ankommen sollen und dass eben nicht Einzelne ganz schnell da sind und sich nicht mehr darum kümmern, dass noch andere mitkommen. Also ich finde das eher bereichernd,
das eben zu machen. Ich habe mich auch selbst dafür entschieden, hier an der Schule zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man als Lehrerin oder Lehrer die Möglichkeit hat, da Einfluss zu nehmen und eben sagen kann, ich möchte an einer Schule arbeiten, die inklusiv arbeitet. Wir reden immer davon, dass das Gelingen von Inklusion nicht so sehr von den äußeren Bedingungen abhängig ist, sondern von den Einstellungen, die dazu da sind. Die Einstellungen bei Eltern, bei Schülerinnen und Schülern und eben auch bei Lehrerinnen und Lehrern. Und wenn die Einstellung dazu stimmt und wenn man weiß, dass man da auch scheitern kann, dass Dinge nicht funktionieren und man deshalb nicht gleich alles deshalb beenden muss und davon ausgeht, dass das ja sowieso nicht funktioniert, sondern dass das eben auch ein längerer Weg ist. Einer, wo ich auch Kollegen mal fragen kann. Und für mich ist übrigens besonders bereichernd und auch befreiend, dass ich auch meine Schüler dazu fragen kann. Und dann geht es auch nach vorne. Dass ich meinen Sportunterricht vom Konzept her so anlegen muss, dass die Schüler, die entsprechenden Defizite haben, dann auch für sie entsprechende Situationen vorfinden, dass sie das, was da im Sportunterricht dran ist, auch bewältigen können. Das kann bei der Zusammensetzung von Mannschaften eine Rolle spielen. Das ist bei der Konzeption der Übungen von Bedeutung, wo klar ist, es gibt in unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad Übungen, die da gemacht werden können. Es gibt verschiedene Übungen, wenn gespielt wird auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden, in der Mannschaftszusammensetzung, dass klar ist, okay, jetzt wird gespielt auf einem anderen Niveau mit ein paar Erleichterungen, was die Taktik oder sowas angeht, mit ein oder mit zwei Bällen und dann kommen jeweils die Schülerinnen und Schüler zusammen, die das dann entsprechend können. Und das muss auch was sein, was für die Klasse, für die Gruppe, die da jeweils Unterricht hat, eben was ist, was nicht völlig neu ist und was es nur alle paar Wochen mal gibt, sondern was eben der Normalfall ist. Eigentlich kann man das nicht sagen, dass irgendwas nicht möglich ist, sondern man muss immer sich die Gruppe angucken, die unterschiedlichen Förderarten und Förderstufen sind so vielfältig, dass man wirklich auch mit dem Kollegen und der Kollegin, die in der parallelen Gruppe ist, oft miteinander reden muss und sagen kann, wie geht das bei dir und habe ich welche, wo man dann was entsprechend zusammenfassen muss. Aber vorher das Rezeptbuch zu schreiben, ist eigentlich für die anderen Schülerinnen und Schüler ja auch nicht möglich, sondern man muss die Klasse kennenlernen und muss dann gucken, wie ticken die und darauf den Unterricht hin dann konzipieren. Ja, das kann ich, weil wenn ich meine Klasse gut kenne und weiß, auf wen ich mich verlassen kann und wie die sich auch gegenseitig vertrauen, dann ist das so, dass man das da auch machen kann. Für mich gibt es ein anderes Paradebeispiel noch und das ist das Schwimmen. Zum Beispiel das Schwimmen mit Schülern mit dem Förderbedarf geistige Entwicklung. Da ist das so, dass das bei uns in der Schule wirklich ein großes Thema ist, weil die Gruppen einfach kleiner werden müssen dabei. Man hat dann ältere Schüler, die ganz, ganz unsichere Schwimmer sind
Und wenn man da eben eine große Klasse hat und eine große Heterogenität und man hat welche, die wollen wirklich auch Zeiten schwimmen und die wollen Techniken und sowas dann vermittelt bekommen und können das auch entsprechend, dann ist das nötig, dass man mit mehreren Kollegen das macht und dass man wirklich Gruppen so differenziert, dass man ganz, ganz unterschiedliche Dinge macht und nicht anfängt und sagt, dann müsst ihr anderen jetzt aber auch nochmal in das Nichtschwimmerbecken gehen und irgendwelche Tauchübungen machen oder Wassergewöhnungsübungen, wo die längst weiter sind. Aber da sagen wir dann auch ganz klar, jetzt geht man mit einer Klasse zusammen schwimmen und macht unterschiedliche Leistungsgruppen und das ist auch sinnvoll, das so zu machen. Also ohne Zweifel ist das so, dass das ein ganz großes Thema ist, dass es eben ganz unterschiedliche Lernzuwächse gibt. Und das eine ist die Vermittlung von Unterrichtsinhalten für die Schüler, aber das andere ist der Umgang miteinander, das Kennenlernen von ganz unterschiedlichen Sozialformen, das Helfen und das Helferprinzip. Stichwort ist für uns immer Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen für sich selbst, aber auch Verantwortung übernehmen für die Gruppe, in der man da ist. Und dabei dann zu gucken, dass es jedem gut geht und dass das etwas ist, was nicht nur für die Lehrerin und den Lehrer was ist, wofür sie zuständig sind, sondern für uns alle. Das ist was, was uns jeden Tag begleitet hier. Und wo wir merken, dass wir ganz schnell auf einem Niveau sind, wo klar ist, jeder ist dafür verantwortlich. Und wir sind ein System, Schule, in dem die Rollenverteilung nicht immer nur so ganz klassisch bleibt, sondern wo klar ist, dass Schüler füreinander auch ganz gut Verantwortung übernehmen kann. Ich kann in einer Klasse hatte ich Schüler, der hatte das, was man so landläufig Glasknochen nennt. Also was bedeutet, dass eben seine Knochen ganz häufig in Stresssituationen, wenn er gefallen ist oder sonst irgendwas, gebrochen sind. Aber dann dauerte das ganz normal so lange wie bei anderen auch, bis das wieder geheilt ist. Da war klar, wenn Pause ist und es geht in die Mensa oder so, dann können jetzt nicht alle die Treppe runter stürmen und dabei rempeln und es fällt auch mal jemand, wenn dieser Schüler da mit dabei war. Dann war Rücksicht nehmen angesagt, damit es nicht zu dramatischen Verletzungen kommt, die bei anderen völlig harmlos gewesen sind. Das ist so ein Beispiel dafür. Und es geht auch nicht, dass hier bei uns jemand zur Schule geht, der nicht bereit ist, einen Rollstuhl zu schieben. Sag ich doch nicht. Das funktioniert nicht und das müssen wir dann den Schülern eben auch deutlich machen.